Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LA. Nur, jetzt geht's endlich mal wieder weiter. Mein Gott, hab ich lange nicht mehr aufgenommen. Tut mir leid dafür, ich hatte aber irgendwie viel zu tun und naja, ein paar private Gründe. Aber jetzt geht's endlich weiter und wir legen direkt mal los hier. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das ganze Spiel funktioniert. Ist immerhin auch schon 3 Wochen, 4 Wochen oder irgendwie so her, dass ich hier aufgenommen habe. Aber egal, wir kriegen schon wieder auf die Reihe. So, jetzt watschen wir erstmal schön die Treppe runter und müssen irgendwie ein Fluchtfahrzeug suchen, wenn ich das gerade so richtig noch gelesen habe. So, jetzt stampfen wir hier mal raus. Halt, ihr will da lang? Na gut, ich komme mit. Moment. So, welches Auto nehmen wir denn? Das da? Okay. Er steigt schon dreisterweise einfach mal auf den Beifahrersitz. Na gut, dann fahre ich eben. So, gucken wir mal kurz. Was haben wir denn? Hier Aufgaben, da will ich mal ganz kurz reingucken. So, eine Fahrerflucht mit Todesfolge. Der Gerichtsmediziner ist bereits unterwegs, um den Leichnam zu sichern und zu untersuchen. Bikowski und ich müssen jetzt nur noch einen Zeugen finden, der uns Angaben zu dem Wagen machen kann. Ein Augenzeuge auf dem Gehsteig vor einer Bar mitten in der Nacht. Nüchtern genug, kann ja nicht so schwer sein. So, also müssen wir zu Ray's Café. Yo, ho, dann, ich hoffe, Moment, ist das, wo konnte man nochmal gleich auf die Karte gucken? Hier, glaube ich, oder? Da will ich hin. So, mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wann das markiert ist und wann nicht. Aber wir wissen ja so in etwa, wo wir hin müssen. Looks like the DA is gonna press charges. And Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. Goddamn Maniac! Ups. Es ruckelt gerade ein bisschen. I don't know, Cole. She's an easy make and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Mann, das ruckelt gerade irgendwie. So, aber da sind wir auf jeden Fall. Das da könnte die Zeugin sein. Man weiß es nicht so ganz genau. Oder er? Oder er am Tresen? Detectives, over here. Boah, was ruckelt das denn so krass? Alter Vater, die Frames sacken gerade ganz schön runter. Cole Phelps, Traffic. What have we got? Think as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, named Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. So, okay, ich hoffe die Frames fangen sich gleich wieder, weil das ist ein bisschen lästig. Okay, hier haben wir also den Hut, den gucken wir uns mal an. Also hier ein Hut. Ist da irgendwas Besonderes dran? Er guckt nur... Na? Findet er noch was? Guckt er sich den gar nicht von oben an? Irgendwie will er nicht. Okay, legen wir mal wieder hin. Das ist eben ein Hut, ne? Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. So, der hatte also keine Chance. Dann gucken wir da mal eben drauf. So, tippen wir mal mit dem Finger ein bisschen auf ihm rum. So, mal gucken. Was hat er denn hier? Aha, eine Lebensversicherung, eine Feuer- und Lebensversicherung genau genommen. Sehr geehrter Mr. Patterson, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, erhalten haben und vorläufige Prüfungen geben, dass die Prämie Ihrer Lebensversicherungspolice wöchentlich 3,70 Euro, so schnell kann ich doch gar nicht, die Erhöhung, naja, lest einfach selber, so schnell kann ich nicht vorlesen, zumindest nicht gescheit vorlesen.
Okay, verstehe. Okay. Gut, also er hat da eine Lebensversicherung gerade abgeschlossen von 16.000 Dollar. Das ist jetzt ein bisschen was, aber würde ich sagen auch nicht so super viel, oder? Weiß ich gar nicht, ich kenne mich mit Versicherungen so schlecht aus. So, hier an der Hand scheint er nichts zu finden. Okay. Tippen wir ihn nochmal kurz ins Gesicht. Na, auch hier sieht's irgendwie nach nichts aus. Kann man auch in die andere Manteltasche mal reingucken? Was hat er denn da? Okay, einmal der Ausweis. Touch, touch, Führerschein. Genau genommen, okay. Aha. Okay, weiß-männlich, ja, das wissen wir. Braune Augen, braune Haare, verheiratet. Aha. Okay, das heißt, wir könnten uns dann mal den Wohnsitz angucken. Und hier hat er noch ein bisschen Geld drin. Oh. Ja, jetzt zieht er das raus und steckt es wieder rein. Aha, weiß ich nicht. Was das soll? Er zieht es da raus dann macht er nichts mehr. Auf jeden Fall hat er hier sein eigenes Emblem sogar auf dem Portemonnaie, was ich auch ganz cool finde. Ja, ist ja gut. Wir wissen, dass das ein Führerschein ist. So. Er hat uns ja direkt auf die Arme hingewiesen, aber... Achso, nee, stimmt ja gar nicht. Er hat geschrieben, gesagt, der Arme. Hust. What have you got on the victim? The mall reports he was intoxicated at the time of the accident. I don't know how intoxicated once I'd done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Okay, also da war noch eine Wunde. Stimmt, da ist ja noch eine Wunde auf dem Brust, okay? Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. So, okay. Was haben wir denn hier noch? Das hier wurde er rüber geschliffen. Also hier wurde er erfasst und dann da rüber gezogen. Interessant ist ja, dass da doch Reifenspuren sind. Aber da will er nicht weiter drauf eingehen. Was ist das hier? Wie kommt denn hier das Blut hin? Ja. Ah, hier wurde er erwischt. Okay, da wurde er darüber geschleudert und ist weitergerutscht. Ich verstehe. Okay. Und hier sind die Reifenspuren nochmal. Ja, sind halt Reifenspuren, ne? So, und ich werde mal gucken, ob die Aufnahme gleich besser läuft, wenn ich nochmal ganz kurz die Aufnahme neu starte. Also, bis gleich. So, dann schauen wir mal, ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Mal gucken. So. Sie gehört ganz Ihnen, Detective. Okay, dann fragen wir sie doch mal, ob sie was gesehen hat. Miss Perry? Yes? Ach, das ist die Angehörige, oder? This is my partner, Detective Bukowski. Hieß der andere, der nicht umgefahren wurde, nicht auch Perry? Oder habe ich das falsch im Sinn? So, Augenzeugenbericht. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Okay, sie hat einen Streit mitgehört. Das glaube ich ihr auch, klar, warum nicht? Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Gut, dann gucken wir mal, wer es war. A dark red Lincoln Continental.
Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Okay, sie hat also einen Streit mitgehört. Well, there were two voices. Man and a woman, that's all. Okay, warum nicht? Go on. Then a third person. Another man got involved. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Okay, also eine Frage haben wir jetzt falsch gemacht. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Okay, dann reden wir mal mit dem. Detective Phelps of the LAPD. Hello. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Aha, das klingt auch irgendwie ein bisschen seltsam. What can you tell me about the accident? Gucken wir mal. Not a lot. It was busy in here and all I heard was the impact. Na, der guckt so. So. Eben. Das glaube ich ihm nicht ganz. What's he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Esther and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Aha, und ich hatte recht. Ja. Was für eine Beziehung hat er wohl zum Opfer? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Okay, warum nicht? Kann ja sein. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Sie war nicht wegen des Alkohols da. Okay, ja. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ja, warum nicht? What was it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Oh, das war falsch. Thanks for your help, Lynch. Damn it. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Okay. Da haben wir noch ein Telefon. Kann man da irgendwie... Wo soll das denn sein? Ach hier. Wir gucken mal, ob wir hier irgendjemand anrufen können. Hallo, Mutti? Bist du da? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Ja, mach mal. Phelps badge 1247. I need to check that. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Jetzt wälzt sie sich mal schnell. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thank you. Jetzt hat sie sich mal schnell durch ihre Akten geblättert. Okay, damit haben wir letztendlich den Tatverdächtigen schon mal. Was mich jetzt aber erstmal mehr interessieren würde, wäre einmal die Wohnung. Und zwar die Wohnung von dem Opfer. Und das sollte der hier sein. Und da will ich jetzt gerne mal hin und mir das Ganze mal angucken. Latschen wir nochmal kurz hier übers Blut rüber, so. Und jetzt mal fix zum Auto und dann fahren wir da mal hin, mal gucken, was so seine Frau zu melden hat.